Okay, also dann können wir loslegen mit einer kurzen Verzögerung, aber doch. Das Thema ist vielleicht eine kurze Anmerkung zuvor. Wir haben vorher diskutiert, machen wir einen Vortrag auf Deutsch oder auf Englisch. Ich habe jetzt die Kompromisslösung. Ich habe englische Slides und mache einen deutschen Vortrag, wenn das für alle okay ist. Okay, gut. Also, das Thema ist die Bekämpfung von sogenannten Advanced Persistent Threats. Das ist ein bisschen so ein Hot Topic zurzeit, muss man sagen, ein bisschen ein Passwort auch. Da schauen wir uns an, was es eigentlich genau ist und was wir am AIT in unserer Forschungsgruppe konkret beitragen, um diese sogenannten Advanced Persistent Threats zu bekämpfen. Wir haben da einige Initiativen am Laufen, vielleicht kurz sozusagen als Einführung. Also wir machen das nicht zum Selbstzweck, weil uns irgendwie langweilig ist unter der Woche oder weil es da so viele Fördergelder gibt. Das es übrigens auch schon gibt, aber das ist nicht der alleinige Grund. Es gibt natürlich da einen ganz starken Fokus darauf, auch von der österreichischen Bundesregierung. Das heißt, wir haben hier nationale Forschungsprojekte, wir haben auch internationale Forschungsprojekte, wo es einfach darum geht, sich anzuschauen, wie man mit dem Thema Advanced Persistent Threats umgeht. So, vielleicht ein paar Worte dazu. Ein paar wenige überraschende Dinge, die wahrscheinlich jeder hierinnen weiß. Unsere Gesellschaft ist stark abhängig von IKT, Informations- und Kommunikationstechnologie. Ohne der geht de facto heutzutage nichts mehr. Ist es also eine Schlüsseltechnologie, um die moderne Gesellschaft in die Art und Weise zu ermöglichen, wie sie eben besteht. Unglücklicherweise gibt es auch den Begriff Cybercrime und das Phänomen Cybercrime, also Cyberkriminalität. Das ist auch ein sehr profitables Business. Also wir reden davon wirklich einen Multimilliarden Euro und Dollar Business pro Jahr. Ein weiteres Ding ist Cyberterrorismus und Cyberkrieg, der immer wieder so mal durch die Schlagzeilen geistert, die ja politisch nicht ganz korrekt, die Chinesen, die Russen etc. etc., was hier alles passiert. Da gibt es einige sehr gute Berichte dazu, was hier tatsächlich gemacht wird auf internationaler Ebene. Also groß angelegte, sogenannte Large-Scale Distributed Denial-of-Service-Attacken zum Beispiel gegen Regierungsstellen, gegen NGOs, gegen größere Organisationen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das ist das andere Spektrum der Bandbreite, sehr zielgerichtete, targetierte Attacken, zum Beispiel die Stuxnet-Attacke. Das heißt, das war wirklich eine sehr angepasste Malware, um zum Beispiel das iranische Atomforschungsprogramm zu sabotieren, wo es immer wieder gemunkelt wird, woher kommt das, wer hat das gemacht und das ist so komplex, das hat er nicht mit dem Staat machen können, das ist Cyberkrieg. Es gibt ja auch noch andere Faktoren, die da mitspielen, warum wir neue Ansätze zur Verteidigung im Cyber brauchen. Das klingt alles etwas merkwürdig, aber warum wir solche Dinge brauchen. Private Organisationen betreiben zunehmend kritische Infrastrukturen, insbesondere auch in Österreich. Das heißt, es gibt nicht mehr diesen einen großen staatlichen Anbieter von Elektrizität, von Wasser, von Telekommunikation, sondern es sind sehr viele kleine Anbieter, sehr viele kleine Firmen. Man hatte stark variierende Sicherheitsstandards und man hat dadurch auch eine ganze Vielzahl neuartiger Angriffsvektoren. Das heißt, diese heterogenen Strukturen sind einfach unglaublich schwer zu schützen. Und Infrastrukturanbieter vernetzen sich zunehmend untereinander, was in noch mehr Abhängigkeiten resultiert. Vernetzen sich, um zum Beispiel eine neue Art von Service anzubieten. Meistens ist die Motivation, sich zu vernetzen, die Kosten zu reduzieren. Auch das ist eine legitime Gedanke dahinter. Und ein Ausfall eines kritischen Services, kritisch für die Gesellschaft, Energie, Wasserversorgung, Transportbereich, auch der ist kritisch, wenn zum Beispiel Supermärkte nicht mehr mit Nahrung versorgt werden können, Finanzwesen, Healthcare etc., das spielt ja alles mit, kann und wird auch ernstzunehmende Situationen für die ganze Bevölkerung auf sich ziehen. Und das ist sozusagen für uns oder das große Framework, das sind für uns die Gründe, warum arbeiten wir in diesem Bereich. Und warum konzentrieren wir uns darauf, hier neue Cyberangriffe oder neue Cyberabwehrmaßnahmen gegenüber neuartigen Angriffen zu entwickeln? So, was genau ist jetzt eigentlich so ein Advanced Persistent Threat, der ja schon im Titel auftaucht? Also im Vergleich dazu, eine traditionelle Attacke hat die Eigenschaften, die sich auf der Folie zu sehen sind. Eine traditionelle Attacke, wie zum Beispiel ein Virus, den es schon seit den, weiß ich nicht, Ende der 80ern gibt und wahrscheinlich noch früher sogar, wo die Ziele dahinter bei einer traditionellen Attacke, zum Beispiel Spam oder Denial of Service, ist, jemandem Schaden zuzufügen, eventuell noch Identität
Identitäten, Diebstahl, das heißt, welche Mail kannst du hacken etc. Das Ziel dahinter sind Maschinen mit einer gewissen Konfiguration, das heißt ganz einfach, eine Maschine, die eine gewisse Verwundbarkeit aufweist, das heißt, die nicht auf dem letzten Stand gepatcht ist. Das ist also eine sehr breite Attacke, das heißt grundsätzlich jeder, der dagegen verwundbar ist, kommt irgendwie in Genuss dieses Angriffs, wie das zum Beispiel bei Viren der Fall ist. Das Timing ist sehr, sehr schnell, das heißt, sowas passiert innerhalb von wenigen Stunden, hat man hier große Teile der Welt im Prinzip erreicht. Und die Kontrolle solcher Angriffe erfolgt über automatisierter Malware. Das heißt, da wird ein Programm freigelassen und das kennt sich dann einfach durch die Netzwerke selbstständig durch, schaut, was sind die Verwundbarkeiten, wo kann man rein, was kann man dort machen. Ein Advanced Persistent Threat ist so ziemlich das Gegenteil von allen zum Kunden. Also ein Advanced Persistent Threat hat andere Ziele. Das Ziel ist typischerweise Spionage, Kontrolle über etwas zu erlangen oder IPR Theft, das heißt Diebstahl von geistigem Eigentum, von zum Beispiel Konstruktionsplänen von großen Firmen, was auch immer. Ganz wichtig, das Ziel sind keine Maschinen mit bestimmter Konfiguration, das Ziel sind ganz bestimmte Benutzer, ganz bestimmte Firmen, ganz bestimmte Organisationen, die im Vorfeld ganz genau, penibel genau selektiert werden. Der Fokus ist daher sehr, sehr spezifisch. Das heißt, das ist keine breite Attacke, sondern eine gewissenhaft vorbereitete Attacke gegen genau eine Firma zum Beispiel oder gegen zwei oder drei. Das Timing ist sehr, sehr langsam. So ein Advanced Persistent Threat, der spielt sich ab in den Maßstäben Wochen, Monate, oft auch Jahre. Und er wird typischerweise nicht durch komplett automatisierte Malware kontrolliert oder gefahren, sondern manuell durch Menschen. Das heißt, hier scannt jemand tatsächlich das Netzwerk, in das er eindringen möchte im Vorfeld und handelt sich hier von System zu System weiter. Das ist auch hier ein bisschen dargestellt in diesem Kreis, der die verschiedenen Stufen von so einem Advanced Persistent Threat zeigt. Das heißt, das ganze Problem. Kann ich das Mikrofon da stehen lassen? Nimm es mit, ja. Das ganze Problem startet im Prinzip hier oben, wo mal das Ziel eines solchen Angriffs definiert wird. Das heißt, das Ziel ist nicht einfach nur Schaden anzurichten, das Ziel ist typischerweise, ich möchte geistiges Eigentum der Firma, weiß nicht, darf ich jetzt keinen Namen sagen, entwenden, weil ich damit einen Wettbewerbsvorteil kriege. Oder ich möchte eine Regierungsstelle attackieren, weil sie sich politisch engagiert in, weiß ich nicht, Syrien, was auch immer. Und da geht das Ganze dann im Prinzip los. Das heißt, es geht darum, eine entsprechende Organisation aufzubauen, die solchen Angriff überhaupt fahren kann. Das ist also nicht eine Einzelperson irgendwo in einem Hinterzimmer. Das ist typischerweise etwas, wo mehr Manpower und auch mehr Kohle dahinter ist. Da werden eigene Tools entwickelt, um das Ganze zu ermöglichen. Da wird das Ziel genauestens ausspioniert. Da wird einmal geschaut, wie kommen wir da eigentlich rein. Da werden dann Tools einmal deployed, sozusagen in einer äußeren Zone des Netzwerks, wo man eindringen möchte. Da gibt es also eine initiale Intrusion. Wichtig ist, dass man irgendwie einen Kanal nach außen etabliert. Das heißt, ich dringe dort ein zu einem gewissen Zweck. Typischerweise möchte ich etwas ausschleusen, nämlich zum Beispiel geistiges Eigentum. Oder möchte die Kontrolle über irgendetwas erlangen. Da will man dann schauen, dass man seinen Einflussbereich erhöht. Strength and Foothold etc. fällt da alles rein. Exfiltrate Data, letztendlich geht es darum, Daten rauszubekommen. Und was ganz wichtig ist, zum Schluss Spuren verwischen und vor allem unentdeckt bleiben. Und das ist der große Unterschied zu den so traditionellen Attacken, wo man typischerweise relativ schnell weiß, wenn man einer solchen Attacke unterliegt. Ich habe hier mal zusammengestellt, wie die Anatomie, wie wir das nennen, eines solchen APTs aussehen könnte in einer relativ realen Infrastruktur. Also das ist eine abstrakte Infrastruktur oder eine Abstraktion der Infrastruktur von einem österreichischen Energienetzanbieter, der tatsächlich eine dieser Attacken erlebt hat. Die Infrastruktur ist relativ standardmäßig aufgebaut. Es gibt hier also ein Firmennetzwerk, was da vielleicht nicht so schön zum Sehen ist. Es gibt da normalerweise auch eine Demilitarized Zone, wo eben der Domain-Server etc., Webserver und sowas drinnen steht. Das ist das Firmennetzwerk. Dann dazu hat es gegeben ein SCADA-Netzwerk. Das ist also ein Netzwerk zur Kontrolle industrieller Prozesse, also Industrial Control Systems. Die sind über eine Firewall an das Firmennetzwerk angebunden, was man jetzt groß kritisieren könnte, auf der anderen Seite durchaus Standard ist für Monitoring-Zwecke, für schnelle Updates und so weiter, auch aus Kostengründen oft gern gemacht wird. Und das industrielle Netzwerk hier greift dann direkt auf die Devices im Feld zu. Konkret sind das intelligente Devices, die zum Beispiel in Trafostationen drinnen stecken, Primary Substation, Secondary Substation und so weiter.
abstrahiert, aber doch, so schaut die Infrastruktur circa aus. Und was dieser Infrastrukturanbieter jetzt erlebt hat im Frühjahr 2013, war, dass er eine Schwachstelle auf seinem Webserver hatte. Das kann jede beliebige Art von Schwachstelle sein, das kann ein nicht gepatchter Webserver sein, wo einfach eine Schwachstelle bekannt ist, das kann eine schwache Konfiguration sein, was auch immer. In dem Fall war es ein schwaches Passwort, das erraten wurde. Und hier ist es zu dieser Initial Intrusion gekommen. Das heißt, jemand aus dem Internet war natürlich in der Lage, den Webserver zu erreichen. Der Webserver muss im Internet erreichbar sein, ist er so. Der ist auf den Webserver gekommen, konnte dort aber etwas mehr machen, als nur die Homepage anschauen. In einem Zeitraum von mehreren Wochen, und man weiß bis heute nicht genau, was da eigentlich passiert ist, ist es dem Angreifer gelungen, hier erhöhte Rechte zu bekommen, bis hin zu Administrationsrechten auf der Maschine, obwohl der Account, über den er initial eingedrungen ist, nur quasi eine Art Gast-Account war. Und damit war er da im Prinzip in diesem Corporate Network drin, beziehungsweise eigentlich in der äußeren Zone von diesem Corporate Network. Der zweite Schritt dann dahinter, und so ein APT ist typischerweise ein Angriff, der in mehreren Schritten eben abläuft, war dann Expand Access, Strengthen Foothold, also zu schauen, wie kommt man da eigentlich weiter. Hier hat es dann eine zweite Schwachstelle gegeben, und zwar eine sehr, sehr schwach konfigurierte Firewall, die, wie man im Nachhinein herausgefunden hat, aus Interoperabilitätsgründen etwas einfacher konfiguriert war. Sprich, da waren die wenigsten Ports eigentlich gesperrt, aber fast kein Filtering eingestellt, weil irgendeine bestimmte Software hier immer wieder Probleme gemacht hat. Und das war dann der schnelle Workaround. Und hier ist es dann gelungen, auf den Application Server zu kommen. Auf den Application Server hat es eine Applikation gegeben, die darauf gelaufen ist, die vulnerable war. Das heißt, über diese verwundbare Applikation auf diesen Application Server ist man dann eben aus dem Application Server Kontext ausgebrochen und ist man auf diese Maschine auch gekommen. Und von da war es dann doch relativ einfach, dass man auch ins Feld runterkommt. Gemerkt hat, dass der konkrete Anbieter erst dann, wie es dann da unten zu Schaltoperationen gekommen ist, im Feld, die so nicht gewünscht waren. Also da wurden irgendwelche Leitungen im Mittelspannungsnetz zusammengeschalten, was ja unüblich war. Man hat es dann relativ schnell durch abgestellt und es war dann okay, aber man sieht dadurch sehr schön, wie lange es dauern kann, bis hier jemand Zugriff bekommt und wenn er sich entsprechend verhält, dass er auch hier lange in dem Netz bleiben kann. So, was heißt das jetzt eigentlich für uns? Das ist ein Use Case nur im Prinzip. Eine gute Motivation für neue Arbeiten, sage ich mal, in dem Bereich. Was heißt das für uns? Einerseits, man sollte eben schauen, wie die eigenen Geräte konfiguriert sind und man sollte zumindest die Minimal Security Standards einhalten, das ist schon klar. Aber eine Lektion, die man auch daraus lernen kann, ist, die Systeme sind so komplex, so Security Breaches, also so Brüche und Einbrüche sind fast nicht vermeidbar. Das ist eine der Lehren aus einigen dieser Anwendungsfälle, die wir da kennen. Weil ganz einfach die Umgebung viel zu komplex ist. Oft sind die Angriffe auch komplex, sie sind customized, das heißt wirklich zielgerichtet und entsprechend hingedrängt. Hier braucht man neue Taktiken und die Taktik ist so aus, dass man sagt, man akzeptiert ganz einfach, dass man Einbrüche und so Security Incidents einfach nicht vermeiden kann, zu einem gewissen Grad. Man akzeptiert sie zu einem gewissen Grad, dass sie eintreten können, aber man muss natürlich schauen, dass man die Auswirkungen von solchen Einbrüchen minimieren kann. Und das ist auch sozusagen der allgemeine Industrietrend, ich habe da reinkopiert von einer Meldung von heuer, vom Mai, wo Symantec eben sagt, ihr Kernbusiness ist nicht mehr die Antivirensoftware, ihr Kernbusiness ist es, neue Software zu erstellen, mit denen man die Auswirkungen von erfolgreichen Angriffen minimieren kann. So, das ist also dieser Trend weg von reinen präventiven Maßnahmen, was bitte keinesfalls heißt, dass präventive Maßnahmen nutzlos sind. Aber dieser Trend weg von rein präventiven Maßnahmen hin zu reaktiven Maßnahmen, dass man, wenn etwas passiert, auch relativ schnell erkennt, dass etwas passiert und das auch noch eindämmen kann. So, also das Ganze heißt, also das ganze Thema ist halt ziemlich komplex, kann man sagen. Wie gesagt, ein APT ist deswegen so komplex, weil er eben so langlaufend ist, weil er grundsätzlich eine unbekannte Anatomie hat, um zu sagen, da gibt es also keine standardisierten Signaturen, die ich dann verteilen kann über Antivirenhersteller, wie die das eben machen und sagen, okay, nachdem sie es kennen im Speicherbereich und da finde ich schon meine Probleme. Solche APTs schauen jedes Mal ein bisschen anders aus, sind daher schwer zu detektieren. Sie verwenden eine Vielzahl von Angriffsvektoren, typischerweise, so wie in dem initialen Anwendungsfall eben hätte auch anders aussehen können, aber hier mehrere Stufen verwendet worden sind. Und sie verwenden oft, und das ist auch etwas ganz Wichtiges,
oft nicht einfach nur klassische softwarebasierte Attacken, sprich das Ausnutzen einer Schwachstelle im Software-System, sondern targetieren zunehmend auch Menschen. Also da kann schon mal vorkommen, dass ganz einfach bei einer Sekretärin ganz rüde angerufen wird und sich als, dass jemand als Mitarbeiter ausgibt und sagt, ich bin jetzt der Mitarbeiter so und so, ich bin gerade auf Dienstreise, ich habe meinen Laptop verloren und kannst du mir bitte dieses und jenes Dokument vom File-Server bitte auf meine private E-Mail-Adresse schicken, weil ich habe in 10 Minuten eine Präsentation und man glaubt gar nicht, wie weit man mit solchen Attacken eigentlich kommt. Das sind ganz typische Probleme. Das sind aber eben keine technischen, sondern sind eher Prozessprobleme. So, was ist die Lösung, um so mit solchen APTs umgehen zu können? Die Lösung ist jetzt relativ straightforward, sage ich mal. Es genügt nicht, dass man sich auf ein einzelnes System konzentriert, dass ich sage, ich schaue mir meine Firewall-Logs an und dann weiß ich schon, was passiert, ich schaue mir an, was reingeht, was rausgeht und dann bin ich im Bilde. Im Prinzip muss ich mir anschauen, was passiert in all meinen Systemen im Netzwerk. Das heißt, ich muss mir ganz einfach anschauen, wie funktionieren Systeme und verhalten sich diese in Anführungszeichen gewissen Maße normal. Und zu diesem Zweck kann man sich natürlich den Logdaten bedienen. In den Logdaten steht drinnen, was auf den Geräten passiert, wenn sich ein User anmeldet, wenn ein User etwas tut, wenn ich eine Ressource von einem Webserver anfordere, etc. etc. Und diese müsste ich jetzt eigentlich kontinuierlich analysieren, um festzustellen, ob es hier grobe Abweichungen gibt. Nur dann weiß ich, ob meine Infrastruktur abweichend von Normalzustand verwendet wird. Das ist sozusagen der Ansatz dazu. Der Ansatz ist auf abstrakter Ebene relativ einfach. Das Problem dahinter ist, es sind relativ viele Daten, mit denen man da umgehen muss. Das ist im Prinzip keinem Menschen zuzutrauen und in Wahrheit auch nicht zuzumuten, weil den Job möchte wahrscheinlich keiner machen, dass ich rund um die Uhr Logdaten studiere und schaue, was da vor sich geht. In Wahrheit kann man das auch gar nicht effizient machen. Nur mal ein paar Zahlen, die Zahlen sind immer so zur Auflockerung ganz nett. Wenn ich jetzt ein typisches SME bin mit meinen 50 bis 100 Workstations im Hintergrund, ich habe einen eigenen Webserver und eine eigene Firewall, was fallen da Logdaten an? Kann man natürlich so pauschal etwas schlecht sagen, also im Durchschnitt könnte man sagen, pro Minute wäre das, wenn ich diese Logdaten ausdrucke, ein Stapel von 2,5 Metern. Das heißt, das ist das, was eben ein Security-Experte in diesem Unternehmen in einer Minute durchschauen müsste. Da brauche ich natürlich mehr als einen. Wenn man das jetzt ein bisschen hochskaliert, das sind ganz nette Ansichten, kann man sagen, pro Tag sind das dann 3,6 Kilometer, das wäre also so ein durchschnittliches österreichisches Kollege. Wenn wir das im Monat haben, entspricht das circa der Strecke von Wien nach Wieselburg und im Jahr ist der Papierstapel, geht der von Wien bis Glasgow, den ich da durchschauen müsste, um im Bilde zu sein, was in meinem Network wirklich vor sich geht. Vorausgesetzt, ich habe entsprechend das Login überhaupt implementiert. So, das Ganze kommt also der sogenannten berühmten Nadel im Heuhaufensuche gleich. Das ist aber noch gar nicht so das Problem. In Wahrheit, das Problem ist eher, man hat ja nicht nur einen Heuhaufen, sondern man hat viele Heuhaufen, weil natürlich jede Firma das Problem hat und weil die Firmen untereinander relativ stark vernetzt sind. So, was ist jetzt unser Ansatz dafür? Jetzt sagen wir, man muss sich die Logdaten jetzt natürlich anschauen, damit man Bilder ist, damit man weiß, was passiert. Wir machen das Ganze automatisiert natürlich und das ist genau unser Forschungsschwerpunkt. Das heißt, wir machen eine automatisierte Ereignisklassifikation oder eigentlich mal eine automatisierte Ereignisextraktion. Wir extrahieren aus den Logfiles, was passiert eigentlich auf den einzelnen Systemen und klassifizieren diese Ereignisse und korrelieren diese Ereignisse. Und damit erstellen wir eine Art Systemmodell, mit dem man dann Bescheid weiß, welche Ereignisse auftreten und wie diese Ereignisse mit dem Zusammenhang stehen. Ein Ereignis ist zum Beispiel, ich weiß immer, wenn sich eine Firewall-Connection von dieser IP auf diesen Port auf der Firewall aufbaut, dann muss mit dieser und jener Wahrscheinlichkeit in einem gewissen Zeitfenster auch eine Ressource auf einen Webserver angefordert werden. Und das ist immer genau der gleiche Ablauf, wenn ich die Software normal verwende. Sobald jetzt jemand in mein Netzwerk eindringt und die Software unterschiedlich verwendet oder die Infrastruktur unterschiedlich verwendet, anders als es der typische Mitarbeiter eben tut oder anders als es der typische User tut, dann erkennt das System das. Also das ist das System, das wir bauen. Dynamisch ist das. Das ist dynamisch, klar. Genau. So, es geht also darum, und das ist die große Aufgabe, man muss natürlich diese riesen Datenflut muss man irgendwo mal reduzieren. Man muss die Datenredundanzen wegkriegen und letztendlich quasi eine Art holistisches Bild über das System drüber stülpen und zu sagen, das ist mein Systemmodell, so funktioniert eigentlich meine gesamte Infrastruktur. Und dann kann man darauf ein Anomalieerkennungssystem anwenden, was natürlich entsprechend leistungsstark sein soll, um nicht in einer False-Positive-Rate zu ertrinken. Das System, was wir entwickeln, also da gibt es schon einen Prototypen, da gibt es Publikationen dazu, da gibt es Patente und so weiter, das wird in einer Reihe von nationalen und internationalen Forschungsprojekten weiterentwickelt, heißt ACES, Automatic Security Systems.
Automatic Event Correlation for Incident Detection. Und funktioniert grundsätzlich relativ einfach im Detail, ist dann aber doch komplizierter. Also es gibt da Definitionen, da gibt es jede Menge Algorithmen und so weiter. Ich habe mir dann gedacht, für einen Freitagabend lassen wir das vielleicht eher weg. Schauen Sie jetzt ein bisschen bildlich an, was es tut. Wie gesagt, es ist abstrahiert, es ist vereinfacht. Es gibt da sehr viele Herausforderungen im Detail. Da können wir dann gerne nachher noch drüber sprechen, das ist überhaupt kein Thema. Da freue ich mich auch über jedes Interesse. Was wir grundsätzlich tun, ist, wir laufen durch einen Stack durch, der hier aus diesen vier Kasteln besteht. Und fangen ganz unten an. Das heißt, wir kriegen da mal unsere Logzeilen rein. Das ist jetzt eine typische Logzeile von einem Apache-Web-Server. Da wird eine Ressource hier angefordert. Die kommt da mal rein. Die Logzeile schaut so aus. Das ist also ein ganz schöner Text. Und diese Logdaten kommen eben zeitlich geordnet, line by line, also Zeile für Zeile, mal rein. Was wir als erstes tun, ist, wir fingerprinten diese Zeile. Das sind also sehr viele Daten. Die Daten kann man ja Wahrheit nicht verarbeiten, diese Menge. Was wir jetzt tun ist, wir glauben uns da jetzt daraus, was sind eigentlich die signifikanten Muster in dieser Zeile. Das heißt, welche Stücke dieser Zeile haben eigentlich die höchste Informationsentropie? Was ist das, was für uns wichtig ist? Was ist das, was man eigentlich wegschmeißen kann? Diese Patterns, das funktioniert mit verschiedenen Machine Learning Algorithmen, diese Patterns repräsentieren im Prinzip dann diese Zeile. Das ist eine Art intelligentes Kompressionsverfahren mit relativ wenig Informationsverlust. So, wenn ich diesen Fingerprint habe, dann muss ich den klassifizieren. Diese Klassifizierung sagt mir im Prinzip, was das Event, das die Logzeile verursacht hat, im Prinzip darstellt. Und wenn ich dieses Event dann habe, und ich mache das ja parallel für alle Logzeilen, und da kommen sehr viele Events rein, dann kann ich versuchen, mit simplen, mehr oder weniger Raten, und das ist ja die Stärke von einem Computermodell, zu schauen, welche Events korrelieren miteinander. Das heißt, welches Event hat mit welchem anderen Event etwas zu tun? Ich kann ein bisschen Ursache-Wirkungsforschung betreiben und ganz einfach dann Hypothesen aufstellen und zu sagen, immer wenn das Event kommt, muss auch das andere kommen oder immer wenn das Event kommt, darf das andere nicht kommen. Und damit kann ich mir effektiv eigentlich ein Systemmodell zusammenbasteln. Und da darf man sich dann aber auch keine Illusionen hingeben. Was das System dann tut ist, wenn es zu Abweichungen kommt, dann weist es einen, wie sie genannt ist, Human Investigator, also wirklich einen Menschen darauf hin, hallo, da ist was faul, da bitte genauer schauen. Und das ist die Stärke vom System. Das System kann natürlich nicht sagen, das ist jetzt ein Angriff und das sofort blockieren. Das ist dann vielleicht doch etwas zu weit hergeholt. Aber was es tut ist, es zeigt effektiv in diesem großen Papierstapel auf genau dieses Blatt drauf, wo sich jemand dann genauer darüber Gedanken machen sollte, ob das wirklich so okay ist oder nicht. Das heißt, es ist einfach eine unglaubliche Arbeitserleichterung im Security-Alltag. Jetzt kann man natürlich eine Million Fragen stellen, wie funktioniert das wirklich und was ist eigentlich mit diesen Dingen Problem und diesen Dingen Thema. Es gibt ja eine Reihe von, Problemen ist hier genannt, ich würde sagen Herausforderungen, damit das Ganze dann wirklich im Betrieb, auch tatsächlich im operativen Betrieb wirklich funktioniert. Das eine sind Änderungen am System. Das heißt, immer wenn ich Software aktualisiere, schauen meine Logzeilen anders aus. Immer wenn ich ein Gerät wohin zustopple oder meine Konfiguration ändere, verhält sich mein Modell oder mein System dann anders. Das heißt, ich muss dieses Systemmodell, was im Hintergrund gebaut wird, muss ich natürlich laufend aktualisieren und nachziehen. Und solche Konfigurationsänderungen dürfen jetzt keine Flut von Alarmen auslösen. Und das ist ein bisschen eine heikle Geschichte, hier zu schauen, wie kann ich hier mein System upgraden oder umstellen, ohne dass ich jetzt in Alarme ertrinke. Dafür gibt es aber im Prinzip Lösungen. Das andere ist, dass man das Modell, mein Systemmodell irgendwann explodiert. Also dieses Anomalieerkennungssystem erstellt selbstständig Korrelationsketten und sagt ganz einfach, welche Ereignisse mit welchen zusammenhängen. Mit der Zeit wird das noch immer mehr und immer mehr. Ich muss das Modell regelmäßig ausmisten. Muss aber auch aufpassen, dass ich nicht irgendwas wegschmeiße, was mir wichtig ist. Das ist insbesondere dann ein Problem, wenn ich hier sehr langlaufende Prozesse habe oder Prozesse, die sich nur selten wiederholen. Und natürlich habe ich ja jede Masse an redundanten Informationen drinnen, die man irgendwie rauskriegen muss. Redundante Patterns, redundante Ereignisse, redundante Regeln in dem System. Das sind alles Dinge, woran wir arbeiten. Da gibt es auch schon einiges dazu. Wie gesagt, mehr dazu gerne dann offline, damit ich den Zeitrahmen nicht sprenge. Ich möchte einmal zurückkommen auf diesen österreichischen DSO, Distribution Systems Operator, also Verteilnetzbetreiber im Energienetz.
Hätte jetzt einen Vorteil gehabt von unserer Systemsoftware, von unserem Assets? Selbstverständlich ja. Wie würde das ausschauen da drin in dieser Infrastruktur? Also wir haben da ein kleines Demo-Szenario zusammengebaut und haben uns angesehen, wie würde das System da drin performen. Zu diesem Zweck sammeln wir Logdaten und zwar gar nicht von allen Geräten, sondern hier von der Firewall, die ja ein ganz zentraler Punkt ist in dieser Infrastruktur. Hier von diesem SCADA Frontend, das ist im Prinzip jene Komponente, die hier nach außen kommuniziert und hier aus dem LAN. Ja. Da gibt es natürlich Logzeilen, die da reinkommen. Ich habe es da nur aufgegeben, damit man ein bisschen so ein technisches Feeling kriegt, wie schaut die Logzeile eigentlich aus. Das da oben ist also eine typische Firewall-Logzeile, die, glaube ich, die meisten identifizieren können. Das da unten ist von einem SCADA-System. Da wird im Prinzip gesagt, welcher Sensor zu welchem Zeitpunkt welchen Wert geliefert hat oder welcher Schalter wo gerade ein- oder ausgeschaltet wird. Und solche Dinge. Das System schaut sich jetzt an, die ganzen Logzeilen, wir haben das durchlaufen lassen im Echtsystem. Sie schaut sich an die ganzen Logzeilen und versucht jetzt zu extrahieren, was sind die signifikanten Muster in diesen Logzeilen, die Logzeilen bzw. die dahinterstehenden Ereignisse eindeutig klassifizieren und wählt diese selbstständig aus und das ist das, was rauskommt. Also, wie gesagt, das sind mehr oder weniger random Patterns, die sich als gut erwiesen haben, gut im Sinne von hoher Informationsentropie. Und das System erstellt dann solche Hypothesen. Das ist dann so ein Output. Es sagt zum Beispiel, wenn immer da ein Firewall-Event ist, und das ist dieses hier, an einem gewissen Port von einer gewissen URI etc. zum Beispiel, da muss hier ein SCADA-Event sein, und zwar muss hier genau das Info-Object 12.14.66 gemessen werden, in dem Format, und das muss innerhalb von 1000 Millisekunden sein. Das ist die erste Regel, die gefunden worden ist übrigens in dem System, und zwar ist das der ganz normale Rundruf, wo hier in 5-Minuten-Takt alle SCADA-Endpoints, also eigentlich alle Endpoints von dem SCADA-Netzwerk weg, durchgetriggert werden. Und da werden einfach alle Sensoren einmal abgefragt in 5-Minuten-Takt. Und das ist die erste Regel, die das System natürlich findet und sagt, ja, so funktioniert das. Für den Fall, dass jetzt da zum Beispiel dieses Firewall-Event hier auftritt, aber das hier nicht oder mehr oder was auch immer, dann kann man davon ausgehen, hier ist jetzt jemand oder etwas, eine Malware, was auch immer, über die Firewall eingedrungen in das System und hat etwas anderes gemacht, wie das, was normalerweise auftritt. So, er hat ein bisschen Gefühl dafür gekriegt, wie komplex ist das, was da rauskommt. Also, das ist ein relativ kleines Netzwerk, es ist relativ wenig Log-Output in Wahrheit, es sind 200.000 Zeilen pro Stunde, nicht pro Sekunde, pro Stunde. Nachdem es ein relativ starres System ist, haben wir es geschafft, dass wir nach ca. 7.000 Zeilen bereits ein Systemmodell gehabt haben. Es ist ein relativ einfaches System, muss man dazu sagen. Wie gesagt, da werden Sensoren durchgepolt und ab und zu Schaltoperationen ausgeführt. Und wir hatten dann ein stabiles Systemmodell, also wo wir dann wirklich verstanden haben, welche Ereignisse wie zusammenhängen, nach ca. 50.000 Zeilen. Und ab da an kann man dann sagen, kann man natürlich Abweichungen relativ leicht erkennen. So, ja, das ist von der Implementierung, also so würde im Prinzip das Operator-Interface ausschauen. Ja, also ein bisschen klein. Also hier auf der rechten Seite sind die automatisiert erstellten Regeln abgebildet. Wenn man da drauf klickt, kriegt man dann die Evaluierungsergebnisse über die Zeit. Also da hat man so Zeitstrahle, ja, in unterschiedlichen Zeitfenstern. Und da wird ganz einfach evaluiert, wie hat sich diese Regel über die Zeit verhalten. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit hat die Regel positiv, also im Sinne von gut oder negativ, also schlecht evaluiert. Das war übrigens einer der Outputs von einer Diplomarbeit von uns. Möchte ich auch gleich dazu sagen, kommen wir dann zum Schluss noch. Kurze Conclusion von dem Vortrag, beziehungsweise auch von dem, was wir machen. Prevention, Detection, Reaction, das sind einfach drei Dinge, die ganz eng miteinander zusammenhängen. Wie gesagt, präventive Maßnahmen, das ist einfach ein Muss, also das kann man nicht wegdiskutieren, das ist eh klar. Ganz wichtig ist aber eine Reaktion, wenn etwas passiert, und zu dem Zweck muss ich auch feststellen können, dass etwas passiert ist. Sonst geht es mal so wie den Leuten hier, die da den Schranken installiert haben vor der, weiß nicht, Parkplatz oder was das ist. Eine effektive präventive Maßnahme grundsätzlich, um die Zufahrt zu regulieren. Aber ich muss natürlich auch schauen, funktioniert diese präventive Maßnahme. Das heißt, ich muss auch detektieren können, wenn sie nicht funktioniert. Das ist im Prinzip auch die Kernaussage von ja, unseren Dingen, die wir hier präsentieren, beziehungsweise unserem Forschungsgebiet. Also Prevention ist eben auch von limitierter, ja, hat
es hat limitierten Nutzen ohne entsprechende Detektion und Reaktion auf Angriffe. Warum ist das so? Wegen der steigenden Systemkomplexität, die ist nicht wegzudiskutieren, die ist einfach da. Und der Kernzugang zu dem ganzen Thema ist es, Situational Awareness aufzubauen, das heißt ganz einfach zu verstehen und zu wissen, was geht im Netzwerk vor, was geht in meiner eigenen Infrastruktur vor. Und hier ist eine unserer Kerntechnologien, wie gesagt, ACID, das Kreieren eines Systemmodells und das Hinweisen auf signifikante Abweichungen beim Betrieb dieses Modells. Ah, da gibt es eine Folie. Finanziert wird das Ganze teilweise aus einem EU-Projekt, das ist ein relativ großes EU-Projekt, wo es darum geht, ein Netzwerk aufzubauen zwischen den großen kritischen Infrastrukturanbietern in Europa, um diesen zu ermöglichen, sensitive, also security-sensitive Informationen auszutauschen, zum Beispiel Informationen über neue Bedrohungen, Informationen über neue Angriffe, gegenseitig Hilfestellung leisten zu können und so weiter. Und ein Arbeitspaket in diesem EU-Projekt ist es auch überhaupt feststellen zu können, dass ich einen Angriff habe. Und da ist auch unsere Technologie eine der Kerntechnologien. So, das war es einmal von meiner Seite. Danke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und wenn es Fragen gibt, entweder jetzt oder nachher. Bitte. Na, der große Unterschied ist, dass wir unsere Regeln und das Systemverhalten selbstständig lernen. Das heißt, du hast, also bei den meisten Intrusion Prevention Systemen hast du halt oft vordefinierte Regeln bzw. so einen vordefinierten Sets an Mustern etc., die du erkennen möchtest, hast dadurch einen relativ großen Wartungsaufwand. Was wir im Prinzip versuchen, ist es, ein adaptives System zu gestalten, was auch vom Betrieb des Systems, das es überwachen soll, lernen kann. Und das auf relativ unterer Ebene. Sucht sich das System denn auch vielleicht selbst zusammen oder muss ich die definieren? Und sind das dann die einzigen Schnittstellen, die Sie überwachen? Oder gibt es mehrere Schnittstellen, die das System? Also, wir haben es momentan so: wir brauchen momentan ein zentrales Logging. Das heißt, das ist mehr oder weniger Standardkomponente in großen Infrastrukturen. Es gibt eine zentrale Logdatenbank, da wird zum Beispiel mit Syslog loggen wir alle Komponenten, alle Systembestandteile etc. rein. Und dann habe ich eine große konsistente Logdatenbank, wo ich von verschiedenen Systemen drinnen die Logfiles habe. Das heißt, ich weiß im Prinzip, was auf verschiedenen Systemen zu mehr oder weniger gleichen Zeitpunkt passiert. Und das sind die Daten, auf denen wir dann arbeiten. Die Logdatenbank selber, da wird alles zusammengetragen von den Details und den Abweichungen. Genau, und dort arbeiten wir dann weg. Auf das setzen wir auf. Das System lernt selber einfach. Weiß, wie Standard-Logs ausschauen aufgrund des Betriebs oder muss ich die vorlesen? Das ist für das System gar nicht wichtig, wie die Logzeile ausschaut. Das ist eine andere Stärke. Das System macht keine semantische Analyse von dem, was in der Logzeile drinnen steht, sondern das System macht im Prinzip ein reines statistisches Raten. Das System schaut sich ganz einfach an. Die Zeit da durchlaufen, damit es dann auch funktioniert. Klar, es muss eine Lernphase geben. Das ist dann normalerweise immer die nächste Frage dann, es gibt eine Lernphase, was passiert, wenn ein Angriff in der Lernphase stattfindet. Das ist dann natürlich der Normalfall, vielleicht ist dann ein Normalfall in der Firma, weiß ich nicht. aber im Prinzip, genau, das System braucht eben eine gewisse Zeit, wo es diese Logdaten analysiert, wo es lernt, was kommt hier in Logdaten rein und wo es einfach nur strukturell reinschaut in diese Logzeilen und sagt, aha, da kommt diese Logzeile, da kommt sie nochmal vor und da kommt sie nochmal vor. Das System weiß aber gar nicht, was sie eigentlich bedeutet. Und probiert einfach dann so durch Raten, sagt es, aha, immer wenn das auftritt, tritt auf das auf, das könnte jetzt zu einer Regel werden. Das wird dann einmal zu einer Regel und dann wird diese Regel ständig beobachtet und wird geschaut, kann ich die bestätigen über die Zeit, einfach mit einem Signifikanztest oder kann ich die nicht bestätigen. Und dadurch kriege ich ein relativ starres Regelsystem, ohne dass ich eigentlich die Regeln selber interpretieren kann. Und das ist gleichzeitig eigentlich auch die Stärke von dem System. Okay. Aber es ist ja nicht reaktiv, das heißt, es muss immer eine menschliche Komponente noch hinzugezogen werden, dass ich eine Reaktion habe überhaupt. Theoretisch könnte man es natürlich auch reaktiv bauen, wenn ich sage, jetzt kommt eine unbekannte Logzeile vor, ich weiß, von welchem System diese Logzeile kommt, ich weiß daher, bei dem System ist irgendetwas faul, ja, wie reagiert er genau drauf, schaltet er irgendwas ab oder unterbinde ich dann Verkehr oder was mache ich da genau, das ist etwas schwierig zu beantworten und üblicherweise kommt man dadurch zu keinen schönen Ergebnissen. Also dieses IPS, was hier automatisiert rennt und sämtlichen schlechten Verkehr im Prinzip unterbindet, hat jeder andere Erfahrungen damit gemacht, inwieweit sowas wirklich in der Realität anwendbar ist. Ja,
Bitte. Das ist immer wieder Diskussion auch in den Projekten, was wir haben. Was passiert mit PII, also personenidentifizierbarer Information in den Logdaten? Also wenn da jemand seinen Benutzernamen, sagen wir es umgekehrt, wenn jemand sein Passwort im Benutzernamen fehlt, eingibt zum Beispiel, dann taucht aber doch noch du was einmal Passwörter auf in irgendwelchen Logs. Oder oft geht es auch nur um IP-Adressen und so weiter. Das ist ein Thema, wo man, da gibt es im Prinzip zwei Zugänge. Man kann sich wieder im Vorhinein pseudonymisieren. Das heißt, man ersetzt zum Beispiel IP-Adressen, aber kann es nicht. Oder der andere Zugang ist, wir sagen, unser System läuft darauf, extrahiert sie im Prinzip die richtigen Patterns raus und macht dadurch selbst schon Informationsreduktion, dass dann diese Logzeilen ja selber ja dann nicht mehr im Klartext verfügbar sind, im weiteren Systemmodell. Das kommt darauf an, ob man im Prinzip so ein System, wie wir das haben, in diesen Vertrauenskreis reinbringt und sagt, okay, das darf auf diesen Daten operieren und das Systemmodell selber beinhaltet diese personenrelevanten Daten eh nicht mehr, oder man muss die Daten vorprozessieren. Das ist ein gängiges Problem. Ist ein Problem, ja. Bitte. Eine kurze Frage. Ihr bekommt jetzt nicht nur die Firewall-Logs, sondern ihr verarbeitet es auch vom SQL-Server, vom Apache etc. Alles, was man kriegen kann. Die Idee ist ja nicht nur. Es gibt ja bereits am Markt ja fix fertige Produkte. Ja. Wo man zum Beispiel Sideways, Depot, da gibt es sogar eigene Firmen, die bieten eine Blackbox an, wo sie den Netzwerk-Traffic mitsniffern und genau eigentlich diese Datenextraktion machen und schauen, welche Systeme kommunizieren miteinander zu welchen Zeiten, werten das aus und melden Alarm. Ja. Ganz genau aber den Vorteil von den Systemen nicht ganz verstanden. Den Vorteil gegenüber was? Die nämlich auch, nein, es gibt Systeme, die auch lernen. Die gibt es ja schon fix und fertig. Ja. Fertig zum Kaufen. Also ich glaube, der Unterschied ist dort, die lernen an einer Netzwerkschnittstelle. Das heißt, wenn dann normalerweise der Computer vom Chef mit dem File-Server redet und der Datei runterlädt, dann lernt das Ding, dass das in Ordnung ist. Wenn dann am Computer vom Chef Reaktionen, Dinge stattfinden, die nicht vom Chef verursacht werden, kann nur die Komponente aufgrund so einer einzigen Information diese Schätzung treffen. In dem Kombinationsmodell ist es aber so, dass man verschiedene Sensoren kombinieren kann. Und dort ist die Schwierigkeit. Das ist in vielen Lösungen noch nicht gegeben. Eben, dass man neben dem Teil, dass man schaut, kommt es am File-Server an oder ist es an der Blackbox vorbeigeschummelt worden? Hat der Drucker mal den Request geschickt, der zwar im selben Netz ist, aber normalerweise nicht kommuniziert. Das heißt, man kann schauen, je mehr Sensoren man hat, desto eher kann man solche Dinge versuchen zu erkennen. Ja, aber die Sensoren liegen ja nur als Logfile. Naja, die Logfile, das schon. Eine Workstation produziert auch den Logfile, normalerweise. Also, senkt immer davon ab, wie sie betrieben werden. Auch ein Windows-System kann so betrieben werden, dass es solche Daten produziert. Und das ist in sicherheitskritischen Umfeldern auch durchaus üblich, dass dann Geräte, Audit-Logs. Ja, aber das ist zum Teil das Problem, dass das Audit ja eben nicht auftritt, wenn man zum Beispiel nicht auf Performance Wert legt und dadurch das Audit reduziert. Ne? Das muss man immer in den Feldern abschätzen. So wie dafür, wenn die Fehlsteuerung von einem Transformator, ein Ausfallschaden von einer Million Euro verursacht, dann überlegt man sich das leicht, ob das Logging auf. Das ist der typische Trade-off, den man treffen muss im Prinzip. Security ist immer irgendwo eine Art Hemmschuh. Es geht zulasten der Interoperabilität, es geht zulasten der Performance, es macht Arbeit und im Idealfall, wenn alles funktioniert, sieht keiner irgendwas davon. Deswegen ist ja die Idee, das geht nicht auch, dass man sozusagen die Systeme gar nicht angreift, sondern eigentlich das Netzwerk dazwischen quasi dort das Monitoring aufsetzt und darin versucht, Unregelmäßigkeiten zu entdecken. Die Systeme an sich aber komplett autark weiterarbeiten. Dass wir teilweise in anderen Organisationen fahren, wenn die Krieg zum Beispiel eine große Krankenanstalt macht es so, die haben aber als Regel, damit das funktioniert, im gesamten internen Netz darf kein SSL verwendet werden. Man kann sich vorstellen, was das heißt, wenn jemand neues Kabel anzapft. Ja. Das ist halt die Konsequenz. Mhm.